Guten Abend, in diesem Video geht es um die Freude, um das Leiden, die Struktur der Freude, die Ursache der Freude und das Ziel der Freude. Jetzt überlegen wir mal, was ist die Freude? Die Freude kann man jetzt so einfach eigentlich nicht definieren, denn sie ist je nach Person natürlich auch verschieden, aber eins hat Freude immer gemeinsam, dass etwas verkostet wird. Das Verkosten eines Gutes. Und dann gibt es die wahre Freude, wenn man das wahre Gut verkostet. Und wenn es kein wahres Gut ist, dann ist die Freude auch nicht wahr. Dann ist sie falsch. Das heißt falsche Freude. Wenn die Freude falsch ist, dann können wir uns vielleicht fragen, ja, man verkostet doch irgendetwas, was Freude schenkt. Natürlich. Aber in welchem Sinne ist denn die Freude falsch? Das Gut, das verkostet wird, ist nicht gemäß dem Willen Gottes. Also etwas wird gegen den Willen Gottes gebraucht und somit wird das Gut zu etwas Falschem und somit ist auch die Freude falsch. Also die Sünde verkostet ein falsches Gut. Das war immer die Lehre der Kirche. Und die wahre Freude verkostet gemäß dem Geboten Gottes alles in seinem Wort, in seinem Willen und somit führt es zur guten Freude. Jetzt haben wir den Gegenstand der Freude betrachtet. Also wenn ein Gut falsch gebraucht wird gegen den Willen Gottes, dann ist es falsch wegen des falschen Gebrauches. Und um die Dinge gemäß dem Willen Gottes zu verkosten, alle Güter gemäß dem Willen Gottes zu gebrauchen, da ist eine besondere Bereitschaft der Person vonnöten. Also, um die Güter der Welt nach dem Willen Gottes zu gebrauchen, in seinem Wort zu gebrauchen, dafür ist die Bereitschaft der Liebe zu Gott nötig. Wenn wir Gott lieben, lieben heißt Gutes wollen und das Gute auch geben, wenn wir Liebe in uns haben, in uns tragen, dann schenken wir immer das wahre Gut nach dem Willen Gottes. Den anderen verkosten es selber. Also alles wird nach dem Wort Gottes gebraucht und schenkt also die wahre Freude. Der Ursprung der wahren Freude ist also hergeleitet, Gott selber. Wenn ich die Liebe Gottes in mir habe, dann verkoste ich das wahre Gut durch den Gehorsam zu Gott. So liebe ich Gott und erhalte die Liebe Gottes, indem ich seine Güter nach seinem Willen verkoste und also erhalte ich die wahre Freude. Die wahre Freude kommt also, zusammengefasst, aus dem Gehorsam zum Wort Gottes. Und wie bewahrt man die wahre Freude? Erstens, wenn wir uns mit Gott treffen im Gebet, dann sollen wir immer wissen und denken, uns klar machen, dass er der Ursprung aller Güter ist, Ursprung der Freude ist. Deswegen sollen wir mit Christus vereint leben, mit ihm vereint sein. Durch den Gehorsam zum Wort Gottes haben wir immer Christus im Herzen, sagt er ja selber. Ich werde bei dir wohnen, wenn du mein Wort befolgst. Und dann haben wir immer alle Güter in seinem Sinn im Gebrauch und lassen uns von ihm die wahre Freude schenken. Das Verbleiben also in der wahren Freude hängt vom Ursprung aller Güter ab, von Christus. Er ist der Ursprung von allem, von allen Gütern und er hat sie uns eigentlich wieder zurückerworben. Durch seinen Tod am Kreuz hat er uns die Kraft gegeben, alles wieder nach seinem Willen zu gebrauchen. Also sein Tod und seine Auferstehung ist der Ursprung dieser Güter und dieser wahren Freude. Jetzt ist es aber auch so, dass wenn wir an seinem Tod und seiner Auferstehung teilhaben, also auch an seinem Tod, wenn wir mit Christus leiden, erwerben wir auch etwas von den Gütern, die er am Kreuz wieder erworben hat für uns. Und deswegen ist das Leiden nicht die Krankheit, die Leiden, die wir so als Leiden sehen,
Krebs, Krankheiten, sondern das Leiden im christlichen Sinn, wo die Leute immer davor Angst haben, ja, ich will mit Christus leiden, dann muss ich alles Mögliche auf mich nehmen. Nein, es ist das Tun des Willens Gottes. Also das Verzicht auf alles Falsche, der Verzicht an der Sünde und immer die Beugung unter den Willen Gottes. Und da haben wir Teil an den Gütern, die von Jesus kommen, am Gekreuzigten und am Auferstandenen. Also mit Christus leiden heißt nicht irgendwelche in der Fantasie sich auszumalen, was man für Leiden vielleicht auf sich nehmen soll mit ihm, sondern einfach sich immer unter Gott, unter Gottes Wort zu beugen und an dieser Weisheit des Kreuzes, an dieser wahren Freude teilzuhaben. Also wenn wir die wahren Güter verkosten wollen, die wahre Freude, sollen wir auch mit Christus am Kreuz sein. Dann haben wir immer alles, alle Güter gebrauchen wir in seinem Willen und sind eigentlich immer in der Freude, aber wir müssen uns immer beugen unter seinen Willen. Immer, egal was kommt, alles annehmen, um mit ihm zu sein, bei ihm zu sein. Also die Beständigkeit in der Freude kommt vom beständigen Gehorsam zum Willen Gottes. Gehorsam, Verzicht auf das eigene Ich, das manchmal Güter anders gebrauchen will, und Beugung unter Gott. Gott schenkt uns so alle Güter. Die Beständigkeit der Freude von uns hängt von den Gütern ab, die wir in uns bewahren. Und wenn Christus beständig in uns ist, ist die Freude beständig in uns, wie ich schon erwähnt habe. Wir sollen also auf das alltägliche Alltagskreuz steigen in der Weise und werden so die Weisheit auch des Kreuzes, der wahren Freude, aller Güter, die wir gebrauchen, verkosten und die auch das Leben mit Christus beinhaltet. Kann das Leiden Freude verhindern? Vielleicht denkt ihr das. Wenn die Freude Christus selber ist, wenn ein Gut von ihm vorgeschlagen wird und er lässt uns vielleicht an seinem Leiden teilhaben durch irgendein Ereignis, aber er will uns dadurch vielleicht auch ein Gut zeigen, will uns reinigen, will uns eine Gabe geben, dann kann auch im Leiden, wenn man das so versteht, das ist ganz wichtig, eine Quelle der Freude sein, weil das Leiden Ziel hat, uns ein Gut zu geben. Wenn man wirklich mit Christus verbunden ist, wenn man den Willen Gottes immer tun will, auch wenn er einem was vorschlägt, sowas einlegt, was vielleicht was kostet, eine Situation uns schenkt, dann sollen wir auf die Güter Christi schauen, die darin verborgen sind. Vielleicht sind dort einfache Güter von ihm, vielleicht große, vielleicht sogar übergroße drin. Die Heiligen haben immer große Erfahrungen gemacht. Ganz mit dem Willen Gottes zu sein, mit dem Willen Christi zu sein, waren mit ihm am Kreuz, wie Pater Pio zum Beispiel. Und er hat ihnen große, übergroße, einfache, alle möglichen Güter gegeben. Nehmen wir mal ein Beispiel. Wenn wir ein Geschenk bekommen, was ganz Tolles, was wir uns immer gewünscht hätten, dann haben wir Freude. Aber wir haben vielleicht auch oft Freude, nicht wegen dem Gut, was wir kriegen, sondern wegen der Liebe der Person, die uns was schenkt. Und wenn wir diese Liebe Christi immer vor Augen haben, der uns was schenken will, aus Liebe. Und auch wenn wir es uns vielleicht gar nicht jetzt gefällt, im ersten Moment schauen wir auf seine Liebe. Er will uns sicher was ganz Tolles schenken. Wenn jemand in Christus lebt, dann schaut er nicht darauf, ob es ihm gefällt, was Jesus ihm schenkt oder nicht. Oft gefällt es uns ja auch, aber nicht immer. Er schaut auf die Liebe von ihm und schaut, wie er ihm eine Freude machen kann. Dadurch, dass er das annimmt, was er ihm schenkt. Den Willen Gottes annehmen, das ist etwas Großes als Christen, in allen Augenblicken.
Das Leiden hat ja auch zwei Augenblicke, ganz besonders. Der eine ist, wir vereinen uns mit Christus, auch mit seinen Leiden manchmal, mit ihm, mit seinen Leiden vereinigen wir uns. Manchmal spüren wir es mehr oder weniger. Und der andere Augenblick, wir erhalten etwas von ihm. Vielleicht sehen wir es auch gar nicht. Aber manchmal erhalten wir auch etwas für die anderen, kann Christus, dadurch, dass wir uns mit seinem Leiden vereinen, auch etwas den anderen schenken. Gott ist also die Quelle von allen Gütern, von den höchsten Gütern. Und Gott tritt in die Herzen des Menschen ein, indem er die Freude schenkt. Das heißt, nicht immer eine fühlbare Freude, sondern auch wenn er sein Leben gibt, wenn er den Tod, wenn er die Sünde wegnimmt und das Leben schenkt. So wirkt er als Messias auch heute. Die Vergebung schenkt die Freude von dem höchsten Gut, von ihm als Quelle von allen Gütern. Und durch das Leiden vereinen wir uns mit Christus, damit er auch Heil schenken kann. Der Kirche, unseren Brüdern und Schwestern, damit wir mit unseren Leiden ergänzen, wie Paulus sagt, was an den Leiden Christi noch fehlt. Glauben wir das wirklich? Wenn wir es nicht glauben, bitten wir Jesus, das zu glauben. Dass wir anfangen, immer das wahre Gut zu tun, das wahre Gut zu wählen und somit freie Menschen werden. Freiheit heißt, dass ich immer das wahre Gut wähle. Die Mutter Gottes sagt uns vielleicht manchmal, beug dich vor meinem Sohn, er hat dir so oft vergeben. Und denk vielleicht auch dran, was ihn das gekostet hat am Kreuz. Die Mutter Gottes stand selber unter dem Kreuz. Und deswegen ist die Vergebung durch Jesus immer was ganz Kostbares. Er schickt den Tod weg, er schickt das Böse weg, er schickt den Teufel weg. Er ist die Freude, gibt die Freude, das Vergessen. Er ist selber das Vergessen in sich, weil er das Gute wieder gibt und alles mit der Vergangenheit, alle Sünden wegschickt, nicht mehr existent macht. Und deswegen ist er die Quelle der Freude und die Vergebung, die Freude der Vergebung führt auch zum Frieden. Und der Friede, sagt der heilige Augustinus, ist die Ordnung, die Ruhe in der Ordnung, Tranquilitas Ordinis, also der Friede bringt auch Ordnung in die ganze Person, dass er wieder das Gute tun kann, das Gute wählen kann und somit auf dem Weg seines Zieles ist. Das Ziel des Menschen ist das Gute und unserem Hirten folgen. Ja. Und vielleicht können wir einfach ein gutes Werk jetzt tun, irgendein Akt des Gehorsams gegenüber Gott, zum Beispiel der Nächstenliebe und das fröhlich tun. Vielleicht auch wirklich mit ein bisschen Freude und Fröhlichkeit, ein bisschen Witz, so wie das Jesus uns auch vorgelebt hat und die Heiligen. Ja, und ein gutes Werk schenkt Freude, weil man damit ja Jesus schenkt. Also, dann wünsche ich euch alles Gute, Gottes Segen. Segne euch der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.